Sag mal, warum waren die eigentlich so wild darauf, lieber heute als morgen auf diese Baustelle zu ziehen? Was für eine Baustelle? Wo bist du denn jetzt? Oh, die Baustelle aller Baustellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum die da so wild drauf waren. Die mögen das irgendwie. Die lieben das. Baustellen oder so. Mein kleiner Bruder konnte seinerzeit stundenlang auf Baustellen glotzen. Stundenlang. Wer baggert so spät am Baggerloch? Da ist der baggert dann noch. Stundenlang. Uns fehlt da wahrscheinlich wieder irgendein Gen für. Ja, wahrscheinlich. Die haben ein Baggergen, das bekannt. Das tut es aber auch bei Betonmischern. Oder Kräne oder Müllabfuhr. Alles, was groß genug ist und Krach macht. Das ist irgendwie... Sag mal, wann arbeiten die da eigentlich in Berlin? Ich stelle mir das gerade so vor. Hunderte Parlamentarier, Dutzende Staatssekretäre stehen stundenlang hinter ihren Fenstern und glotzen. Wer baggert so spät am Baggerloch? Da ist der baggert da noch. Ja, wahrscheinlich stundenlang. Das schöne Spielzeug, Und teuer, das immer wieder. Teuer. Kostet alles ihr und unser Geld. Ja gut, die Spielzeuge werden teurer, wenn die Jungs älter werden. Ne? Wenn die Jungs älter werden. Tja. Sag mal, kann dem Kanzler nicht mal einer sagen, dass man sich die Haare nicht mit Schuhwichse färbt? Ja, Sie meinen auch, das wäre mal fällig, ne? Ja, gut. Was willst du machen? Ne? Da stehen wir da. Aber ein Bundeskanzler sieht aus wie ein Schiffsschaukelbremser. Das stimmt. Das müsste ihm mal einer sagen. Das ist wohl wahr. Tja. Aber wer sollte das tun? Ne? Das wäre zum Beispiel die Aufgabe für eine Kanzlergattin zum Beispiel. Aber die ist ja nicht da. So was kommt davon, wenn diese Kanzlergattin immer in Hannover weilt. Ne? Welche Kanzlergattin? Also ich sehe den immer nur mit seiner Tochter. Mensch, wie kann man so ein magersüchtiges Mädchen immer mit durch die Öffentlichkeit schleifen? Barbara, man weiß doch, dass so einem Kind das nicht gut tut. Ich begreife das nicht. Warum macht er das? Unmöglich. Barbara, der hat keine Kinder. Die du meinst, das ist nicht seine Tochter. Was? Das ist die Kanzlergattin. Das könnte aber seine Tochter sein. Ja, deshalb schmiert er sich auch Schuhcreme in die Haare. Ach so. Nein, andersrum. Bei dem liegt das wahrscheinlich auch drin, als hannoveranischer Hengst. Das ist wahrscheinlich, muss das so sein. Guck mal, dafür steht er im Guinness Buch der Rekorde. Unser Kanzler. Bitte? Der steht im Guinness Buch der Rekorde. Hast du das nicht gewusst? Nee. Der steht Most Married Prime Minister. Unser Kanzler. Unser Kanzler. Jawohl. Ja. Bundeskanzler. 1, 2, 3, 4. Ja, mit einer Gattin ist so eine Karriere heutzutage auch nicht mehr zu machen. Nee. Die Sorte stirbt aus. Ja, Gott sei Dank nicht. Tja. Wer hört sich das 20 Jahre lang an? Ich will hier rein! Wir sind die Utopisten. Wir sind diejenigen, die sich in Karriere- und Konsumgesellschaft nicht zurechtfinden. Uns treibt der Hunger nach Liebe, nach Zärtlichkeit, nach anderen Arbeits- und Verkehrsformen. Wir sind die Wahnsinnigen! Um Gottes Willi, beruhig dich. Wer ist wir? Das ist unser Außenminister. Der Joschka, der self-educated Butcher Son. Na, der hat sich ja beim Konsum ganz gut zurechtgefunden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das kann man so sagen. Der hat, was die Frauen angeht, auch bereits Gattin Nummer 4 am Start. Und die ist sogar noch jünger als Doris. Na fein, da können Sie sich gegenseitig bei den Hausaufgaben helfen. Dem Joschka seine war sogar Praktikantin bei den Grünen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Naja, immerhin weiß der Jockel, was sich gehört und hat das Mädel geheiratet. Genau, aus lauter Hunger auf die anderen Verkehrsformen wahrscheinlich. Doch Hunger treibt's rein. Naja, ich meine, wäre ja auch zu blöd. Insist, Mrs. Albright is my girlfriend. Das klingt nicht das gut. Klingt so nicht. International auf dem Parkett, das klingt kann man doch nicht schon unzuverlässig. Das geht doch nicht. Monsieur Chirac, je suis enchanté de vous présenter ma Lebensmittelabschiedsbegleiterin. Nee, das ist auch nix. Och, der arme Chirac, der wird sich auch denken, fuck, Schack, irgendwas machst du verkehrt. Tja, genau. Merdalor wird er sich denken. Lebosch! Das ist aber auch ein dickes Ding, überlegen Sie sich das mal. Die ersten zwei Männer im Staate bei uns haben sich buchstäblich nach oben geschlafen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wer der Oscar, Gott hab ihn selig, wird der noch dabei. Die brächten's zusammen auf 11 Weiber. Das wären ja fast orientalische Verhältnisse über uns. Nur der Oscar ist aber nicht mehr dabei. Der Oscar ist nicht mehr dabei. Schwamm drüber jetzt. Oscar ist nicht mehr dabei. Stattdessen dengelt der Rudolf dazwischen. Und drückt den Schnitt.